Moin Leute, so ein Panzer ist schon was Mächtiges, oder? Aber wie bekommt man den Stahl, um den Panzer überhaupt zu bauen? Nochmal die Frage, wie wird der Stahl hergestellt? Allgemein muss man wieder mal erst wissen, was Stahl überhaupt ist. Stahl ist nichts anderes als eine Legierung, die zum Großteil aus Eisen besteht. Außerdem hat Stahl einen kleinen Anteil an Kohlenstoffatomen eingelagert. Da können auch viele andere Stoffe drin sein. Entweder um die Eigenschaften zu verbessern, zum Beispiel um den Stahl vor Rost zu schützen, oder aber weil die als Verunreinigungen bei der Herstellung hineinkamen. Interessiert uns aber jetzt nicht so brennend, sondern eher, wie bekomme ich erstmal mein Eisen? Wenn das doch Hauptbestandteil ist, muss ich es ja irgendwo herbekommen. Und jeder, der schon mal Age of Empires gespielt hat, weiß, das muss man als Erz abbauen. Das Eisenerz besteht aus vielen eisenhaltigen Verbindungen, meistens Eisenoxid, ist aber leider in Gestein enthalten und verunreinigt, also liegt nicht als reines Eisenoxid vor. Jetzt steht man vor dem Problem, wie mache ich daraus jetzt erstmal Eisen? Nur durchs böse Anschauen klappt es nicht. Wir haben hier ja Eisenoxid und wollen reines Eisen. Das heißt, wir müssen das Eisenoxid reduzieren. Um es einfach zu sagen, wir müssen dem Eisenoxid den Sauerstoff klauen. Dafür suchen wir uns einen Stoff, der gerne Sauerstoff hätte und recht billig ist. Und deshalb nennt man da Kohlenstoff. Ist ein günstiges Reduktionsmittel und kann zu Kohlenstoffmonoxid oder Kohlenstoffdioxid hochoxidiert werden. Und mir somit mein Eisen herstellen. Genau nach der Idee funktioniert dann auch ein Hochofen. So sieht das Teil insgesamt aus. Oben kommen jetzt mein Erz und noch Koks rein. Aber in diesem Fall ist es einfach nur der kohlenstoffhaltige Brennstoff und hat nichts mit Kokain zu tun. Wäre auch Verschwendung, das da reinzuschmeißen. So, weiter im Text. Zu dem Zeug kann man dann gleich noch Zuschläge geben. Die binden zum Schluss die Schlacke, also die Abfallstoffe. Von unten nach oben strömt übrigens ein Wind durch, also ein Luftzug. Dadurch kommt oben auch Gas heraus, das heißt Gichtgas. Mit dem Gas, in dem viel Kohlenstoffmonoxid enthalten ist, wird das Gemisch schon mal getrocknet und aufgeheizt. Deshalb heißt die Zone auch Trocken- und Vorwärmzone. Klingt logisch, oder? Danach folgt die Reduktionszone. Hier geht's jetzt richtig zur Sache. Das Eisenoxid Fe2O3 wird durch Kohlenstoff und vor allem Kohlenstoffmonoxid zu reinem Eisen reduziert. Dabei entsteht Kohlenstoffdioxid. Jetzt die Frage, wie habe ich denn immer Kohlenstoffmonoxid, wenn ich doch mit Koks nur Kohle drin habe? Die Antwort? Bei der Hitze liegen die verschiedenen Kohlenstoffverbindungen in einem Gleichgewicht vor. Sieht dann so aus. Kohlenstoffdioxid kann mit Kohlenstoff wieder zu Kohlenstoffmonoxid reagieren. Also wunderbar, ich habe mein Eisen. Jetzt dingt alles weiter nach unten in die Kohlenungszone. Hier bildet sich dann ein Gemisch aus Eisen und Kohlenstoff. Weiter unten kommt die Schmelzzone. Hier verbrennt der Kohlenstoff aus dem Koks direkt mit dem Luftsauerstoff zu Kohlenstoffmonoxid und Dioxid. Dabei wird viel Energie als Hitze frei und das Eisen-Kohlenstoff-Gemisch schmilzt. Auch hartnäckigere Eisenverbindungen werden jetzt hier zu Eisen reduziert. Zum Schluss erhält man dann zwei Schichten, zum einen das gewünschte Roheisen, zum anderen die Schlacke, also die Abfallstoffe. Der Kohlenstoffanteil im Roheisen ist aber mit 4% noch zu hoch, deshalb gibt's jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, man pustet vorsichtig Sauerstoff auf das Eisen. Dadurch wird der Kohlenstoff zu CO2. Mein Eisen hat jetzt viel weniger Kohlenstoffanteil und geht deshalb als Stahl durch. Das nennt man dann auch das Blasverfahren. Zweite Möglichkeit, es wird nochmal Schrott oder Erz dazugegeben. Der Sauerstoff, der in den Verbindungen ist, oxidiert dann noch zu Kohlenstoff. Das Verfahren heißt Herdfrischverfahren. Durch den ganzen Prozess hat man dann den Stahl hergestellt und kann den für alles Mögliche verwenden. Gebäude, Panzer, Waffen oder auch was Simples wie Türgriffe oder Besteck. Jetzt wisst ihr es, wo es herkommt. Postet doch mal in die Comments, welchen Gegenstand findet ihr am geilsten, der aus Stahl ist. Ein großes Problem bei Stahl ist, dass er rostet und damit kaputt geht. Was Rost überhaupt ist und was dabei passiert, könnt ihr euch hier reinziehen. Einfach klicken, also haut rein und bis dann. Ciao.